Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 1. Wir müssen gerade mal Shani folgen, bevor die uns hier komplett wegrennt. Wir haben in der letzten Folge effektiv Kapitel 1 abgeschlossen, haben die Salamandra hier in der Nähe aufgehalten. Wo ist, da hinten ist Shani hin. Haben Abigail vor der wütenden Dorfbevölkerung gerettet. Und warum bleibt Shani stehen? Okay, ja, haben die Bestie besiegt und wie gesagt, haben effektiv Kapitel 1 abgeschlossen. Wir müssen jetzt nur noch Shani nach Vizima folgen und sind dann durch. Deshalb machen wir das jetzt auch. Ich glaube, wir werden gleich noch von irgendwem angegriffen. Würde mich zumindest nicht wundern. Sonst sind so Escort-Missionen immer ziemlich langweilig, wenn man nicht angegriffen wird. Und wenn man auch vor allem keine Dialoge mit den Leuten hat. Schnell, Geralt. Verlassen wir diesen verfluchten Ort. Die Stadttore sind am Ende der Straße. Jo. Da hinten brennt es noch ein bisschen. Liegen noch ein paar Leichen rum. Das war ich nicht. Also nur so halb. Und liegen hier so extrem viele Leichen. Halleluja. Ich glaube, die Bestie war ein bisschen angepisst. Holy shit. Schau nie. Ah, da. Lauf mal schneller, Frau. Ich muss dir sagen, das habe ich noch nie verstanden. Warum kann man in einem Computerspiel nicht mal die Laufgeschwindigkeit von Charakteren anpassen? Ich glaube, ich habe noch kein Computerspiel erlebt, wo ich irgendwelche NPCs begleiten muss. Die sind entweder grundsätzlich zu schnell unterwegs oder grundsätzlich zu langsam. Wobei, mir fällt gerade ein, in Shadow of Mordor, also Schatten von Schatten von Mordor. Ne, Mordor Schatten heißt ja im Deutschen, genau. Da war es relativ gut, aber da kam es halt kaum vor. Wobei, da war es auch, glaube ich, nur mit dem Waldläufer-Kollegen ziemlich gut. Mit dem Ork, den man zwar zeitweise begleitet hat, irgendwie schon wieder nicht. War ein bisschen Bullshit. Habe ich nicht verstanden. Aber wie gesagt, hier, ich muss jetzt die ganze Zeit auf Shawnee warten. Und normalerweise, ich meine, okay, ist meiner Meinung nach nicht ganz so schlimm, wenn man. Wenn man selber, wenn die NPCs auf einen warten, ist es nicht ganz so schlimm. Aber meistens, Shani. Geralt, redet mit der Wache. Achso. Lasst uns hier verschwinden. Ja, dann gehen wir halt mal mit der Wache reden. Mikul lässt Mönche und Leute mit Pässen rein. Okay. Dann auf zu Mikul. Der steht ja da hinten am Müllers Tor, hieß es. Interesting Beleuchtung. Vizima liegt hinter diesem Tor. Hierher kehren wir hoffentlich niemals zurück. Das hoffe ich auch. Die Bestie ist tot. Die Salamandra sind tot. Und die Bauern auch. Ich habe einen Pass. Mikul sollte uns einlassen. Gehen wir. Ich finde es interessant, dass gerade Mikul überlebt hat. Geralt, redet mit der Wache. Lasst uns hier verschwinden. Ich bin noch dabei. Ah, hi Mikul. Aha. Ich fand diese seltsamen Spielen wir Würfel. noch eine. Zwergenhandwerk. Keine Ahnung, was die Leute reden, aber ich spiele schon lange nicht mehr, ich schwöre! Ganz Das hatten wir ruhig, schon mal. Mikul. Ich frag ja nur. Der Geistliche kann bestätigen, dass ich meine Würfel. Ja, okay, dann haben wir jetzt einfach noch eine Dialogoption bekommen, weil Soltan dann ja gesagt hat, dass wir, So, dass so. er auch mit ihm spielt. Ihr habt also eure Würfel Sowas. verbrannt. Ich glaube, ihr lügt. Das würde ich niemals wagen. Reckt euch ab. Ich spiele auch. Soltan hat mir davon erzählt. Mann, ihr habt mich echt kalt erwischt. Kommt mal auf ein Spiel vorbei. Ist langweilig, den ganzen Tag hier zu stehen. Na dann. Spielen wir doch einfach mal eine Runde. So eine schnelle Runde Poker. Würfel-Poker. Kann man ja immer mal reinhängen. Ja, wir haben zumindest paar 5. Das ist schon mal ein Anfang. Der Kerl hat natürlich 3 Dreier. Dann erhöhe ich jetzt mal gerade nicht.
Es kann sein, dass unser Gegner erhöht, ja. Und dann müssen wir gleich ziehen. Das ist halt klassische Pokerregeln an sich. Wobei ich zwischendurch irgendwie ein bisschen, ich hoffe, das ist okay, das haben wir verloren, die Runde. Von wegen, was jetzt mehr wert ist. Ich hatte zumindest im Kopf, dass zum Beispiel Full House immer mehr wert war als ein, als vier gleiche, aber scheinbar hatte ich auch nur falsch im Kopf. So, jetzt haben wir noch ein paar vier, also ein paar vier, das ist. Alter, kannst du. Kriegt der direkt ein Full House, ey? So geht das hier aber nicht. Ah. Der cheatet doch. So, warum ich gerade gewartet habe, keine Ahnung. So, jetzt haben wir mal das Full House hier. Was kriegt der? Ein paar, okay. Können wir mal ein bisschen erhöhen. Weil er müsste halt jetzt vier gleiche haben oder halt ein besseres Full House. Aber er hatte scheinbar, war es ihm zu riskant. Finde ich gut. So, jetzt haben wir einen Dreierpasch. Das ist auch schön. Zum Anfang immer ganz gut. Wenn der Gegner allerdings ein höheres Dreierpasch hat, ist das nicht gut. So, wir versuchen jetzt natürlich trotzdem einfach nur einen Vierer draus zu machen, in der Hoffnung, dass er keinen Vierer kriegt. Und wir haben Full House. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, jetzt darf er nur nicht eine 5. Und der kriegt eine 5. Ich sag's doch. Darf keine 5 oder ein weiteres Paar bekommen, dann wäre alles gut gewesen, aber nein. Okay, zwei Paare. Kann man mit leben. Er hat auch zwei Paar. Das ist gut, dann sind wir aktuell wesentlich im Vorteil, weil wir haben die beiden wesentlich höheren Paare. Es steht auch immer nur das höchste Paar, also selbst wenn wir 6 und 1 hätten, würden wir gewinnen. Solange er jetzt nicht irgendwie. Ja, er versucht jetzt natürlich auf den Drilling zu kommen und er schafft es auch noch. Pick dich doch, Mikul. Ich will den noch abziehen. Ich meine, Geld haben wir aktuell genug. Da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Schon wieder zwei Paar. Das ist doch nett. Er hat natürlich direkt den Drilling. Das heißt, wir werden versuchen, mit der 4 von der 4 auch noch mindestens eine zu kriegen. Weil verlieren können wir sowieso nur. Frei nach dem Motto. Okay, da ist sogar die 4. Das heißt, er darf jetzt keine weitere 3 kriegen. Yes. Sehr schön. Das hat doch schon mal funktioniert. Und 3 Vieren. Hm. Gegen 3 Zweien, das ist drin. Wir haben das bessere aktuell. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er uns schlägt, ist geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass er uns, dass er verliert. Darf halt jetzt keine 2 würfeln. Sehr schön, geht doch. Hup, hup. So. Aha. Ja, ich muss in die Stadt. Nicole, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Mikul. Ja, das wäre eine Idee, das zu tun. Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Wen haben wir denn hier, Mikul? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel, das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Ein Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Ja, ich glaube, Geralt weiß, wann es sich nicht zu kämpfen lohnt. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, also in dem Spiel jetzt vielleicht nicht, aber in Witcher 3 auf jeden Fall, ich hätte die alle niedergemacht. Da kenne ich nichts. So, wir sind im Kerker gelandet. Das ist gar nicht mal so nett. Hey,
Lasst mich hier raus! Ich bin unschuldig! Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey, Wärter, verlegt mich wenigstens. Ich will nicht bei den Politischen sein. Politik weicht einem das Hirn auf. Ich bin ein anständiger Dieb. Lasst mich raus! Schnauze! Ich bin beschäftigt! Still, Jethro! Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich. Dieb, genau. Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös. Hey, Schnauze! Hört auf zu kreischen! Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse. Absolut großartig. Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Visima tanzen? Na kommt schon, nehmt die Fäuste hoch. Kriegen wir hin. Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung. Ihr seid frei. Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer. Wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. Na toll. Jetzt sitzen wir hier. Wir haben alle... wobei wir haben hier einen Elfen gefangen. Interessant. Nur keine Aufregung. Ach schade, ich dachte, ich könnte mich jetzt mit dem prügeln. Du bist besonders. Morgen ist mein großer Tag. Warum seid ihr hier, Elf? Ich genieße die letzten Stunden meines Lebens. Jedenfalls versuche ich es. Morgen werde ich hängen. Ich habe eine Bitte. Ich habe Spiele schon immer gemocht. Und Jethro hat mir meine Würfel gelassen. Wenn ihr keine habt, leihe ich euch meine. Okay, spielen wir eine Runde mit einem Elfengefangenen. Why not? Warum haben wir auch immer so wenig Geld? Ach, fucking Justiz. Grundsätzlich korrupt. Okay, wir haben 2 Paar, wir haben nur 1 Paar. Das ist natürlich nicht so gut. Aber machbar. Ich könnte natürlich jetzt eine Zahl behalten, damit wir zumindest auf ein Paar, also eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, auf noch ein Paar zu kommen. Ich glaube, das machen wir auch einfach mal. Wir behalten mal die 6. Also wenn wir eine 2 oder eine 6 würfeln, sind wir fein raus. Und es ist sogar die 2. Sehr schön. Und er muss halt jetzt gucken. Der kriegt direkt ein Full House draus, ey. Ich glaube, Takt. 2, 5. Okay. Handy rastet aus. Der hat... Alter. Also ich lege mit 2 Fünfen vor, der zieht mit 3 Fünfen nach. Instant. Na super. So, ich glaube, wenn wir theoretisch Gleichstand hätten, kommt es wieder auf frei nach Motto höchste Zahl. Da wir die 6 haben, ist das eigentlich relativ gut, wollte ich sagen. Und dann macht der daraus ein... Hört zu, ihr Maden. Der König in seiner unendlichen Gnade gewährt jedem eine Amnestie, der die Gorgo in den Kloaken bezwingt. Wie bitte? Wie wär's mit dem halben Königreich und der Hand der Prinzessin? Sehr witzig, Hexer. Ich warne euch. Politische Witze bringen schnell Ärger. Ich werde das Ungeheuer töten. Zu spät. Es gibt einen anderen Freiwilligen. Ich bin der bessere Kandidat. Der komische Typ da in der Ecke behauptet, dass er sie mit bloßen Händen besiegen kann. Welcher Typ? Juhu! Dieser Fettwanst? Ihr macht Witze. Hexe, bei mir hier unten haben alle die gleichen Rechte, sogar die dümmsten. Ihr wollt Freiheit? Dann kämpft darum. Der Sieger darf es mit der Gorgo aufnehmen. Ein Kinderspiel.
Wollte gerade sagen, das klingt jetzt nicht so schwer. Das heißt, wir müssen uns jetzt mit dem Muskelmann doch prügeln. Ich besiege euch, dann erschlage ich diese Echse und bin frei. Gehen wir es an. Das könnte lustig werden. Der kann ja noch nicht mal gerade stehen, weil er schon betrunken ist. Nö. Ja, die Faustkämpfe hier sind unglaublich langweilig, sind wir mal ehrlich. Ich bring euch um, Bastard! Eigentlich müssen wir auch die ganze Zeit nur Maustaste hämmern. Die machen uns so wenig Schaden, dass die, dass wir die auch einfach zerlegen können. Und das war's. Tschüss, Muskelmann. Und nochmal schön verspotten. Hunsfort! Ohne eure Zauber hättet ihr mich nie bezwungen. Ich habe euch das Leben gerettet. Mit der Gorgo ist nicht zu spaßen. Nächstes Mal bezieht ihr die Prügel. Das will ich sehen. So, Vincent, Hunsfort! Okay. Ich will mit Vincent reden. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das Recht erkämpft, die Bestie zu töten. Ich bin fast stolz auf mich. Wollt ihr jetzt die Bestie töten oder nur hier herumstehen? Ich brauche eine Waffe. Wie es der Zufall will, haben wir kürzlich ein Hexerschwert beschlagnahmt. Wo? Das geht euch nichts an. Yesro! Ja, mit dem Silberschwert. Na, das endlich? Schwert, das wir bei Thala gefunden haben? Halt den Rand, Idiot. Ja, genau das Schwert. Kann ich es haben? Holt es bei Yesro. Der Rest der Ausrüstung bleibt bis zu eurer Rückkehr in Verwahrung, wenn ihr überlebt. Gut. Ach, das kriegen wir hin. Noch etwas. Für den Kopf des Ungeheuers bezahle ich extra, wenn er unbeschädigt ist. Ich gebe mein Bestes. Ergo, Viech finden, Kopf abschlagen, Geld kassieren und Freiheit. Das hatten wir schon. Das Schwert, wo war es doch gleich? Beeilt euch. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, wir haben auch einen Trank konfisziert. Wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, könnt ihr eure Habseligkeiten hinter den Gitterstäben abholen. Ich werde danach fragen. Dann hole ich den Professor. Blödsinn. Der Professor macht nur die Drecksarbeit. Wenn ihr was bewirken wollt, müsst ihr gegen seinen Boss vorgehen. Ich bezweifle allerdings, dass es euch gelingt. Er ist ein wichtiger Mann. Er hat Bewegungen. Ihr meint Beziehungen. Ich suche ihn. Vorher müsst ihr eure Begegnung mit der Gorgo überstehen. Passt auf meine Sachen auf. Ich bin bald wieder hier und möchte alles wiederhaben. Yep. Und so eine Gorgo, das kriegen wir hin. Hey, Ertrunkene. Weil was wären Kanalisationen ohne Ertrunkene? Lecker. Kuckuck. Ah, endlich haben wir ein Silberschwert. Welche Schule? Ich glaube sogar fast Wolf. Das sieht man für gewöhnlich am an dem Griff. Das könnte echt eine Wolfsschule sein. Ja, ich glaube, das ist die Wolfsschule. Gut, wir sind hier in der Kanalisation. Erstmal das ausrüsten auf jeden Fall. Und ihr seht schon, wir haben aktuell zumindest drei Schwalben. Eine Katze, noch eine Katze, so. Und einen Schneesturm. Schneesturm, wie gesagt, werde ich nicht einsetzen. Und die Überreste. Ach gut. Ja, bei uns, es wurde halt alles beschlagnahmt, aber das meiste davon kriegen wir wieder. Deshalb sollten wir trotzdem mal anfangen, wieder ein bisschen was zu sammeln. Hier das Fass können wir leeren, kriegen wir nochmal ein bisschen Geld. Und Fackeln sind immer praktisch. Außerdem haben wir da vorne einen Typen stehen sehen, der Siegfried heißt. Gerald. Okay, Gerald glitscht sich hier ein bisschen rum. Hallo Siegfried. Oh, ihr seid ein Hexer? Oh, ja. Weißes Haar, vertikale Pupillen. Zeichen einer Mutation. Spart euch das ärztliche Gutachten. Vergebt mir, ich wollte euch nicht kränken. Ich bin Siegfried, ein Ritter vom Orden der Flammenrose. Ich bin Gerald. Ich habe viel Gutes über die Kampfesfertigkeiten von Hexern gehört. Wenn es euch nichts ausmacht, ich habe hier noch was zu tun und möchte es schnell erledigen.
Eine Gorgo? Darum bin nämlich ich hier. Reden wir. Ja? Ja, das ist Siegfried von den Sentel oder so. Irgendwie heißt der. Keine Ahnung. Der möchte uns, wir haben gerade beschlossen, dass er uns jetzt helfen möchte, die Gorgo zu töten. Was wisst ihr über Gorgonen? Gorgonen sind eine Art Ornithosaurus. Sie sind riesig groß. Sie sind das Bindeglied zwischen Reptilien und Vögeln und haben Ähnlichkeit mit Hähnen. Daher ihr landläufiger Name. Jo, fahrt fort. Die Gorgo wird nicht selten mit dem Basilisken verwechselt, aber es sind zwei verschiedene Gattungen. Die Gorgo verwandelt Menschen nicht in Stein, wie der Volksglaube behauptet. Allerdings sollte man sich vor ihrem Schnabel hüten. Der Schnabel des Ungeheuers kann die lebenswichtigen Organe seines Gegners präzise wie ein Chirurg entfernen. Nicht selten kommt das Opfer auf der Stelle zu Tode, besonders wenn es von hinten angefallen wird. Und wie tötet man die Bestie? Man muss ein exzellenter Schwertmeister sein. Ohne Silberschwert dürfte es noch schwieriger werden. Eine Gorgo schleicht sich gern von hinten an. Bietet der Kadaver irgendwas Brauchbares? Ihre Augen sind eine vielseitige Zutat und kostbar. Ihre Schwanzfedern sollen noch wertvoller sein. Eindrucksvolles Wissen. Leider beschränkt sich mein Wissen über Ungeheuer auf die Gorgo. Eik von Denesle, mein verstorbener Vater, er möge in Frieden ruhen, hinterließ mir einen Stahlstich der Bestie. Es gab noch viele weitere Stiche, aber die verschwanden im Magen einer Manticora. Nur das Bild der Gorgo überlebte. Mein Beileid. Habt ihr die Manticora auch gejagt? Nein, da war ich nicht zu Hause. Später fand ich heraus, dass mein Vater trotz seiner Gebrechlichkeit gegen die Manticora gekämpft hatte. Er verlangte, auf ein Pferd gebunden zu werden und trat, ein Gebet auf den Lippen, gegen die Bestie an. Wie ihr euch vorstellen könnt, fand er ein tragisches Ende. Als ich zum Ort des Kampfes kam, litt das Ungeheuer schreckliche Schmerzen und war nur Augenblicke vom Tode entfernt. Da es meinen Vater nicht aus der Rüstung schälen konnte, verschlang es ihn fast am Stück. Später hieß es, das heilige Feuer in Eiks Seele hätte das Herz des Ungeheuers verbrannt. Ein Heldentod. Möge er in Frieden ruhen. Glaubt ihr, ihr könnt die Gorgo töten? Die heilige Flamme leitet mich. Was veranlasst euch, auf der Jagd nach einer Bestie in die Kloaken hinabzusteigen? Sie bedroht Visima. Der Orden kämpft schon seit langer Zeit gegen Bestien. Und zwar recht wirkungsvoll. Wartet. Das ist Hexerarbeit. Ihr Hexer seid Relikte im Aussterben begriffen. Ihr seid keine Konkurrenz. Der Orden verlangt nichts dafür, dass er Menschen beschützt. Dann finanzieren wohl Feen eure Rüstung und Burgen. Ich will mich nicht streiten. Wir sind beide hier. Kein Grund zu warten, bis man an der Reihe ist. Zumal hier auch Ertrunkene lauern. Verbünden wir uns stattdessen. Ich würde gern eure Kampfesfertigkeiten sehen und versichere euch, dass euch mein Schwert zur Verfügung steht. Ja, dann. Einverstanden. Gehen wir. Ihr geht voran. Tipp, ihr besitzt nun ein Silberschwert, das wirkungsvoll gegen magische Bestien und Ungeheuer ist. Das Stahlschwert ist effektiver gegen Menschen und Tiere. Ja, normalerweise haben wir halt beide zur Auswahl, aber aktuell noch nicht. So, erstmal der klassische Gegner, die Ertrunkenen Gruppe. So, Siegfried ist, glaube ich, aktuell unsterblich, also wir müssen ein wenig aufpassen, da kriegt er schon selber hin. Aber er ist ganz praktisch, weil er zwischendurch ein bisschen tankt und vor allem auch dann doch nicht allzu wenig Schaden austeilen kann. Außerdem haben wir durch seine Erzählungen, das was wir gerade von ihm alles gehört haben, über die Gorgo, auch selbst Infos über eine Gorgo bekommen, glaube ich, fürs Glossar. Ich kann mal kurz gucken. Ungeheuer, Gorgo, ja, hier. Ja, es ist vom Prinzip her eine Art Basilisk, nur halt mit Schnabel und dafür ohne versteinernder Blick. Aber um die Gorgo kümmern wir uns erst morgen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis dahin, ciao.